Aber ich bin gleich wieder da, ich bin gleich wieder. Oh, ich bin vielleicht dead, ich bin vielleicht dead, ich bin vielleicht dead. Oh je, was habe ich gemacht? Ich bin neu hier, ja, PvP, wie wir sind, deshalb muss ich erstmal gucken. Wieder reinzukommen in GW war ich nicht wirklich mit der Meta mit ging. Was man nie machen sollte, ist, wenn du so Druck kriegst, weiter retzen. Easy. Das ist das, was ich meine. Also, das ist einfach zu einfach. Wir haben jetzt 3 Punkte schon. Hey, ich bin neu hier. Ja, PvE und PvP sind interessant. Muss erstmal wieder reinkommen in GW2. Da ich nicht wirklich mit der Meta mitgehe. Ja. PvE und ja. Muss halt gucken, ne? Was, ich meine, ich weiß nicht genau, was du meinst mit Meta, dass du nicht alles, nicht ständig deine Rüstung anpackst. Na, das meinst du wahrscheinlich. Dass du nicht ständig deine Rüstung an die aktuelle Meta anpasst. Das ist das wahrscheinlich, was du meinst, ne? Und das ist ja auch sinnvoll. Also was heißt sinnvoll, aber das verstehe ich gut. Der nächste Balance-Patch kommt am 11. Und ja, und da haben wir noch bildtechnisch, ja. Verstehe ich gut. PvP ist ja, glaube ich, nicht so großartig was Besonderes. Aber das, hier sind wir wieder bei meinem Thema mit dem PvP und dem Balancing. Wir sind halt so viel zu gut. Guck mal, was der macht. Ich weiß gar nicht, ob das ein Bot ist. Alle Hitze ausgestoßen. Ja, ist wahrscheinlich kein Bot. Aber wenn du neu bist im PvP und PvE spielen willst, da kann ich dir gleich nochmal kurz noch einen anderen Streamer empfehlen. Ich weiß nicht, wenn du gerade erst in den Stream gekommen bist. Kann das Sinn machen? Warte mal. Ach, ja. Genau. Aber das ist falsch gewesen, das wollte ich nicht sagen. Und so und das. So, da kannst du vorbeischauen. Der macht auch immer sehr viel tägliche Streams. Und auch. Ist dein Ernst? Macht euch bereit, das Signal zu geben und das Feuer zu erwidern, sobald die Kanonen geladen sind.
Was will er denn? Also das ist ja diese Pseudo-Burner. Genau, also da kannst du auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall Sinn. Vor allem, er macht das, glaube ich, auch recht Anfänger, also sehr anfängerfreundlich und ist immer hilfreich. Ey, ich hab Gold! What? Hä? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich bin doch schon... Das war ja lustig jetzt. Das freut mich ja. In Gold hochgespielt. Das hätte ich ja nie gedacht, dass ich das noch schaffe, diese Saison.